Es ist nämlich jetzt schon wieder die Folge 31. Der Stuhl macht Geräusche. Der Stuhl quietscht. Wir sind nämlich ausnahmsweise mal in deinem Wintergarten. Ja, direkt von der Autobahn. Wir sind nämlich ganz schön pflichtbewusst für die jetzige Folge 31. Ja. Weil wir direkt von der from the road in den Podcast-Modus. Ja, wir wissen, was wir wollen. Ja. Wir wollen nämlich den Ruhm und den Fame. Die Welt retten. Nein, wir kommen von Tour. Wir haben einige schöne. Es ist schon wieder wahnsinnig viel passiert. Wir haben einige schöne Konzerte gespielt. Mhm. Was war denn nach dem letzten Podcast geschehen? Da sind wir nach Österreich gefahren. Ossiach? Wir waren in Ossiach am Ossiacher See. Ja, ich war mit Tim noch ein bisschen unterwegs in Bad Füssing. Genau, du warst mit Tim in wo? Bad Füssing. Bad Füssing, ja. Kurort. Schönes Hotel. Gekneipt. Gekneipt. Hatten wir keine Zeit, aber wir hatten so eine schöne Bühne, Open Air. Und so ein richtiges Open Air Festival. Sommerlich. Habt ihr Musik gemacht? Haben wir schön laut gemacht, ja. War ganz schön. Und dann bin ich direkt von Bad Füssing, bin ich sozusagen mit meinem Mietwagen dann weitergefahren, hab den abgegeben in München. Und dann bin ich ins Meile Shuttle eingestiegen worden. Und da sind wir dann am Vortag Richtung Südösterreich, ne? Kärnten. Kärnten, sagt man doch. Genau. Ja, das ist... Ich war die Woche vorher noch in Oberbayern. Das war unweit von dir. Ich war bei Thorsten Skringer, meinem sehr geschätzten Saxophon-Kollegen, der einen Saxophon-Workshop seit mehreren Jahren mehrfach jährlich betreibt. Da war ich als Dozent. Da hatte ich noch kurz überlegt, ob ich nicht nach Bad Füssing komme, dass wir zusammen hätten fahren können. Ja, genau. War aber nicht aus verschiedenen logistischen Gründen nicht möglich. Wir müssen einmal eine Folge machen über Bandlogistik. Weil es ist mittlerweile. Da möchte ich nicht anwesend sein. Die müssen wir wahrscheinlich mit einer kompetenten Person machen, weil ich bin nicht kompetent, was das betrifft. Ich habe das jahrelang gemacht, aber es ist eins der Dinge im Bereich Bandmanagement, was nicht mir nichts sind, sondern nicht viel Spaß macht. Es ist super anstrengend. Auf jeden Fall sind wir dann gemeinsam nach Ossiach nach Kärnten gefahren, haben dort ein Eröffnungskonzert gespielt für das Pop Nonstop Camp. So hieß das? Ich habe das noch gar nicht. Okay. Das war also quasi ein einwöchiger Musikworkshop, wo man sich anmelden konnte und als Eröffnungskonzert die Gemeindeband erleben durfte. Aber volles Haus. Volles Haus, da waren irgendwie 700 Menschen oder irgendwie sowas da in der Musikakademie, die eigentlich eher so auf klassische Musik ausgelegt ist. Wahnsinnig pittoreske Angelegenheit, so krasser Innenhof, krasses Gemäuer. Direkt am See, klares Wasser, Bilderbuch-Action. Ja, und dann seid ihr alle nach Hause gefahren nach dem Konzert. Ich bin mit dem Gregor da geblieben. Der Gregor hat nämlich Songwriting unterrichtet für 2 Tage und ich habe Bläser unterrichtet zum Thema Bläser in der Popmusik im Gegensatz. Fleißig. Du hast ja ein richtiges Workshop-Wochenende gehabt. Ja, das war ganz schön klar. Ich fühle mich auch ausgesaugt wie ein Fisch. Sagt man das so? Ja, ist viel Output. Ne? Ja. Es war toll. Es waren sowohl beim Thorsten Skringer als auch dort in Ossiach, um das jetzt mal nochmal ernsthaft zu Ende zu bringen, waren tolle Begegnungen mit tollen MusikerInnen und alles wunderbar. Nichtsdestotrotz, die Dozenten unter uns wissen es, es ist auch einfach wahnsinnig anstrengend, weil man natürlich sich immer in die Menschen hineinversetzt und auch wirklich was zurückgeben möchte und man ist da auch so 24-7, man geht ja nicht... Ja. Macht nicht um 18 Uhr dann Schicht, sondern man sitzt zusammen, man redet miteinander, man gibt Tipps, dann hatten wir auch eine Session abends noch. Ja, ja. War ganz spannend, da waren gute Dozenten da, unter anderem eben auch der Bill Lawrence von Snarky Puppy, der Keyboarder, den wir dann auch nachts noch gejammt haben. Annika Nillis, ne, war auch da. Annika Nillis, genau, an den Drums, also wirklich ein großes Team, es war wirklich cool, für die Leute, glaube ich, auch wirklich sehr cool, wenn man so Einblicke kriegen konnte. Wir waren aber nur 2 Tage da, weil wir ja dann wieder auch zurück mussten, schon weil wir wieder Konzerte hatten. Der Workshop ging dann noch ein bisschen weiter. Dann sind wir jetzt am Wochenende in Unna gewesen. Unna und Leipzig. Und in Leipzig gespielt. 2 sehr schöne Konzerte. Ja. Eigentlich waren die alle 3 geil, die Konzerte. Ja. Hat total Spaß gemacht. Das ist das Schöne am Sommer so. Ne? Also diese Sommerkonzerte in so diversen Locations. Wir hatten auch diverse Burgen, Schlösser und so. Ja. Das ist einfach, irgendwie macht einfach Spaß. Ne? Wir hatten zwar viel Regen auch immer mal wieder. Jetzt dieses Jahr ist es schon, ja gut, mit... Dieses Jahr finde ich es eigentlich... Wir hatten noch fast gar keinen Regen, oder? Ja.
Doch, der eine Gig wurde wegen Wind abgesagt, da war ich nicht dabei. Das war ja, genau, da warst du nicht dabei. Also so ein bisschen wettermäßig ist schon interessant dieses Jahr. Aber Unna war top jetzt und ja, Leipzig gestern war auch wunderbar in jeglicher Hinsicht. Hatten wir aber auch Glück ein bisschen. Ja. Tagsüber war es dann stellenweise mal, gab es ein paar Wolkenbrüche auf dem Weg nach Leipzig so. Ja. Da hast du ein bisschen, oder war das ein anderer Tag? Ich spring schon wieder durch. Du bist ja total verwohnt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich wohin fahre, wo Wetter war überhaupt. Hallo, manchmal Berlin. Ist gar kein Wetter. Ja. Aber krass. Es sind wieder Dinge passiert. Und wir reden ja immer ganz viel auch. Das wird nämlich eine absolute Nerd-Folge. Das können wir an dieser Stelle jetzt schon mal festhalten. Ja, alle Menschen, die auf Bühnen stehen und diverse Equipment, wie sagt man da? Also es gibt, ne, kann man eigentlich sagen jetzt schon. Die Folge heißt Leise Bühne, laute Bühne. Um Lautstärkephänomene. Wir reden über Amp-Modeling, über laute Speaker, über gar keine Speaker, über was ist geil daran, wenn es modern ist, im Gegensatz zu alten Röhrenverstärkern und so weiter und so fort. Weil und du kannst mittlerweile auch ganz arg mitreden. Ne? Du darfst mitreden. Ja, ich darf. Da du jetzt auch E-Gitarre spielst, viel auf Bühnen, naja, mit und ohne Lautsprecher. Du hättest mal früher, als ich 18 war, in unserem Proberaum stehen müssen. Ja, da kannte ich dich ja nicht. Das ging nicht. Als Groove Tubes Amp auf 8 war. Da kann ich nicht. Will ich gar nicht mehr wissen, wie schlimm das war von der Lautstärke. Mhm. Nein, aber wir kommen deswegen drauf, weil auf der einen Seite du ja jemand bist, der sich sowieso die ganze Zeit in ganz vielen verschiedenen Situationen befindet, von Studio über Bühne, über verschiedene Live-Bühnen, hat mit ganz verschiedenem Equipment arbeitest als Gitarrist. Ja. Ich in vielen Fällen, wo ich Gitarre spiele, versuche das immer so klein wie möglich zu halten, mich zu limitieren, weil ich das ja nur im Nebenberuf tue, sondern hauptberuflich am Saxophon hänge. Und jetzt aber bei uns auch beim Gregor wieder was passiert ist, nämlich dass ein Gerät kaputt gegangen ist. Mhm. Und da haben wir jetzt wieder ganz viel drüber gequatscht. Wir reden über die Thematik. Früher war alles laut, weil man kein In-Ear-Monitoring hatte. Früher war alles laut, das wäre ein schöner Name gewesen. Für naja, aber wenn man jetzt mal über Pop- und Rockmusik redet, in Beatles-Zeiten mussten die Verstärker so laut sein, weil die Lautsprecheranlagen so schlecht waren. Man wollte mit lauten Gitarren Hallen beschallen. Ja, da kommt es ja her. Ne? Da kommt es her. Deswegen gibt es die großen Verstärker, die riesen Gitarrentürme. Ja. Damals waren es noch AC30-Dinger, ein Kombo, also ein 12er, zwei 12er Lautsprecher. Mhm. Irgendwann wurden diese riesen 412er Marshall-Türme und, ne, und dann Rockbands sau laut. Mhm. Und dann irgendwann wurden aber auch die Lautsprecheranlagen besser, sodass man das verstärken konnte. Dann konnte man eigentlich die Lautsprecher bei den Gitarren und Bässen wieder ein bisschen leiser machen oder kleiner. Also die Schuld liegt eigentlich immer daran, dass das Publikum zu laut ist. Nee, wenn man noch weiter zurückgeht, fing es ja auch damit an, dass man ein Banjo gebraucht hat, damit das laut ist. Laut ist, ne? Ja. Da ging es ja auch schon los. Genau. Und dann hat man angefangen plötzlich zu sagen, okay, wie ist denn das, wenn wir an so eine Gitarre ein Gerät dranhängen, was die nochmal verstärkt? Dann hat man den Pickup entwickelt. Ja, genau. Dann hat man gesagt, dann kann man da über eine Lautsprecherbox gehen und die da durch und dann kann man da mithalten. Man hat vielleicht noch gar nicht dran gedacht, die zu mikrofonieren und über eine PA zu jagen, sondern man hat gesagt, der Gitarrenamp muss mit der PA mithalten. Genau. Ne? Und da hat man irgendwann festgestellt, wenn man die Röhrenamps, die eben dafür damals war, das, da gab es noch keine Transistortechnik, da hat man mit Röhren gearbeitet, um das lauter zu machen, die Verstärkung. Und da hat man irgendwann festgestellt, wenn man das so laut macht, dann gehen die in so eine Sättigung und klingen dann eigentlich ein bisschen kaputt, ja. Was aber dann irgendwann zu so einem Soundideal wurde, dass das geil ist, wenn es ein bisschen verzerrt klingt. Ne? Daraus hat man diese geilen Rock-Gitarren-Sounds entwickelt. Aber, um da jetzt mal die Geschichtsstunde ein bisschen abzukürzen, das ist alles sehr, sehr laut. In vielen Fällen, auch wenn man mit kleineren Amps, Lautsprechern arbeitet, Boxen, ist es trotzdem häufig laut. Mhm. Und jetzt ist ja so, dass wir häufig jetzt, oder eigentlich muss man sagen, Standard ist heutzutage, dass man mit Digital-Mischpulten arbeitet auf Bühnen, wo eh alles abgespeichert werden kann, wo man eigentlich mittlerweile, muss man sagen, versucht man ja, dass Bühnen leiser werden. Also, dass die Bühnenlautstärke erstmal leise ist, sodass man dann draußen wunderbar für die Zuschauer einen schönen Sound machen kann über den Tontechniker. Das interessiert uns jetzt erstmal relativ wenig. Wir wollen jetzt erstmal über uns selbst reden, also über unsere, was machen wir auf der Bühne, wie fühlt es sich für uns als Musiker an. Und da gab es dann immer eigentlich jahrelang so das, in den letzten 30, 40 Jahre immer dieses Konzept, man hat einen Lautsprecher als Gitarrist und auch als Bassist mit einem, entweder ist ein Amp dabei, es ist ein Combo oder es ist ein Top-Tone mit Lautsprecher und dann hat man so Bodeneffekte gehabt als Effektquelle, aber nie als Amp.
Es war immer, der Amp war immer noch da. Und so seit, wann gab es das erste Line 6 Pod Multi-Effect-Ding? Oder diese Multi-Effect-Dinger? Ja, glaube ich, schon Ende 90er gab es schon. So, ja, 2000, Anfang 2000. Aber das waren eigentlich alles eher Multi-Effekte. Wo, aber ich glaube, mit dem Pod hat das so angefangen, dass man das mal als Line-Out auch mal in direkt in die PA gesteckt hat. Also ich habe sogar noch, das ist wirklich abgefahren, diese in meinem Studio, in so eine Ecke, liegt ganz hinten drin, liegt ein Original Line 6 Pod. Das war revolutionär, das Teil, weil ich konnte endlich Verstärker-Sounds in meinen Computer spielen, ohne einen Verstärker aufzureißen in der Mietwohnung, ne? Damals noch. Ja. Das war legendär und den habe ich sogar noch. Würde ich mal gerne hören, wie der, was jetzt, wenn man den jetzt mal anmacht, wie das Ding kann klingt. Kann ich mal anschließen, das ist lustig. Ja. Also natürlich sind Welten so jetzt passiert, so, ne? Also hat sich sehr entwickelt, die Thematik. Und dann, es gab, früher gab es auch von Rockman die ersten so Walkman-artige Verstärker. Ja. Es gibt Gitarristen, die komplette Shows mit diesem Teil diese gespielt haben, weil man genau den Sound wollte. Ja, so. Ich hatte mit Jörg Weißelberg, Gitarristen, der auch bei U-Songs gespielt hat, hatten wir darüber geredet. Der kennt sich da ein bisschen aus, der kommt noch so ein bisschen. Ich glaube, er selber hat so ein Ding gespielt, deswegen sind wir drauf gekommen, weil das damals in den 80ern der Sound war, so. Und eigentlich witzig, das war eigentlich so der erste Simulations-Amp. Genau. Simulation meint man also quasi, dass man einen eigentlichen Röhrenverstärker simuliert in kleinen Handtaschenformat oder Fußtreterformat oder wie auch immer. Genau. Und das war ein etablierter Sound eine Zeit lang. Ne? Also Sans-Amp gab es dann auch noch und diese ganzen Sachen. Da hat man angefangen, so Preamps kleiner zu machen. Es gab auch die diverse 19-Zoll Preamps dann schon. Es gibt Tri-X von Mesa Boogie dann, so ein Mehrfach-Preamp. Es gab alle möglichen Preamps dann. Wurde alles kleiner. Ja, eine Zeit lang war das dann auch so Rack-mäßig, 19-Zoll, genau, dass man so Rack-Geräte hatte und dann so 19-Zoll-Racks mitgeschleppt hat. Und aber dann dafür eine 4-12er-Box angeschlossen. Ja, genau. Also, oder das war trotzdem riesig. Ja. Trotzdem dann laut. Aber jetzt sind wir eigentlich in einem Zeitalter angekommen, schon seit einigen Jahren, wo es eigentlich eine Masse an Geräten gibt, die sich auch ständig weiterentwickeln, die alle dafür sorgen, dass man eigentlich meint, man könnte auf die schweren Röhrenverstärker verzichten. Mhm. Man hat entweder das Ganze in Form eines Fußpedals oder auch so ein Top-Teil-Format oder eben auch verschiedene Speaker-Simulationen, wo also Lautsprecher simuliert werden, wo man einfach Kabel anschließt und das dann in die Anlage steckt, sodass man, wenn man sowieso mit Kopfhörer spielt, mit In-Ear, eigentlich einen vermeintlich guten Sound damit erzeugen kann. Mhm. Das ist aber alles in den meisten Fällen digitale Technologie, wo also auch Wandlungen stattfinden, wo so Themen wie Latenz eine Rolle spielen. Da gibt es also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das ist auf jeden Fall immer so das Wichtigste, finde ich, dass man das Spielgefühl muss irgendwie erhalten sein. Mhm. Aber wir kommen jetzt drauf, weil das nämlich jetzt auf dieser Bühne, jetzt bei uns, der Gregor hat eine sogenannte Oxbox eigentlich für seine E-Gitarre. Das ist wiederum eigentlich ein Power-Soak mit Amp-Simulation, oder? Sag ich das genau. Richtig? Power-Soak, also er nimmt dem Verstärker die Lautstärke, ohne die Vorstufe verstellen zu müssen. Also das heißt, man will ja oft die Vorstufe in so eine Sättigung bringen, damit der Amp komprimiert, dass er schön klingt. Okay. Jeder, der Gitarre spielt, weiß, dass ein Verstärker ab einer bestimmten Lautstärke klingt irgendwie gut oder vielleicht auch nicht mehr so gut. Wenn er zu laut ist, komprimiert er zu stark und so weiter. Also er hat einen Sweet Spot zum Verstärker. Und den will man natürlich behalten. Was man machen kann, man schiebt den Verstärker genau auf den Sweet Spot. Wenn man die Oxbox oder den Lautstärkeverringerer in dem Fall nicht hätte, würde einen der Verstärker komplett wegpusten, weil er vielleicht zu laut wäre. Mhm. In Gregors Fall ist der Amp schon so klein, dass es dann nicht so schlimm wäre, aber es gibt Leute, die haben 100 Watt Amps und die sind dann so extrem laut, das würde gar nicht gehen. Das heißt, man macht die hinten leiser, also hinten im Sinne von nach der Vorstufe und die Vorstufe bleibt aber im Sweet Spot. Das heißt, der Verstärker klingt wie ein gut aufgedrehter Amp, ist aber von der Lautstärkeleistung sehr dann, leise, vom Schalldruck wesentlich leiser. Aber und man geht dann aber eigentlich aus dem Gerät mit einem DI-Signal raus. Genau, das kommt noch dazu. Das Gerät simuliert noch dazu einen Lautsprecher. Also der Lautsprecher ist nur bedingt an, leise auf der Bühne. Ja. Aber das, was du auf dem Kopfhörer hast, deswegen brauchen wir auch keinen Lautsprecher mehr so laut, nur um die Gitarre vielleicht drauf reagieren zu lassen, in vielen Fällen mal. Damit die Schwingung von der Box in die Gitarre ein bisschen geht und die Gitarre eine eigene Resonanz entwickelt durch die Schwingung und so. Das will man ja oft ein bisschen, gerade bei Rockbands will man das ja so ein bisschen. Ne? Bei uns ist es jetzt nicht so ganz.
Und dann ist es so, dass das Gerät noch dazu eine Lautsprecherbox sogar im Raum simulieren kann. Also man kann Raum dazu mischen, sodass es sich so anhört, als würde die Box in einem Raum stehen. Kann albern sein auf einer Bühne, wenn die Bühne plötzlich klingt wie eine Küche oder so. Das ist, ich glaube, muss man auch gucken, wo man da, ne, anfängt mit der Raumsimulation und wo man aufhört. Aber man kann das so einstellen, dass man eine abgenommene Lautsprecherbox sozusagen mit der entsprechenden Mikrofonierung, man kann Mikrofone auswählen, also für alle, die es noch nicht hatten. Die meisten Gitarristen kennen es ja sowieso schon, brauchen wir nicht so viel drüber reden wahrscheinlich. Aber man simuliert einfach genau diese mikrofonierte Boxensituation auf der Bühne. Und sorgt dafür, dass es einfach leise ist auf der Bühne. Und nutzt aber den Sound so, als wäre es ein super lauter Sound mit den entsprechenden Klangidealen. Ja. Aber, und deswegen sprechen wir drüber, ich habe jetzt zum dritten Mal miterlebt, dass so eine Oxbox kaputt geht auf der Bühne und nichts mehr geht. Ja, eine Oxbox ist ein sehr hochwertiges, sensibles Gerät. Recht große Kiste, wie so ein Radio. Das ist eigentlich erstmal fürs Studio gedacht. Ne? Aber ist es so? Vordergründig glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt kein Universal Audio Verkäufer, aber ich habe das so verstanden. Und ich glaube, in 70% der Fälle ist es auch so. Viele nehmen es doch mit. Also ich nehme die auch manchmal mit, live. Mhm. Wenn ich weiß, ich kann die in mein Auto und fahre zu irgendeinem Club und habe dann die Oxbox, weil die einfach super klingt. Mhm. Und in einem Studio auch. Man nimmt die mal mit in ein Studio, weil man weiß, vielleicht man macht ein Recording, nimmt dann nochmal die Oxbox auch nochmal mit auf, zusätzlich oder so. Oder nur, weil man vielleicht eine Videoaufnahme macht. Man kommt in ein Studio, wo ein Video gespielt wird, aufgenommen wird, ne, von vielleicht ein Musikvideo, von einer Live-Situation. Und dann nimmt man vielleicht auch die Oxbox, damit die Kameramänner nicht komplett sterben oder damit es im Raum nicht so laut ist, weil man das Schlagzeug auch noch mikrofoniert hat oder so irgendwas. Auf jeden Fall ist sie kaputt gegangen und wir mussten dann ganz wieder back to the roots gehen, beim Soundcheck kurz Lautsprecher etwas lauter machen, Mikrofon davor stellen, so wie man es eigentlich früher gemacht hat. Ja, genau. SM57 vor die Box stellen. Genau. Und es klang mega. Der Sound war auch total geil. Das ist ja das, was man simuliert. Ne? Genau, man simuliert da. Und jetzt, wie du sagst, der Amp bei Gregor ist relativ klein. Der war jetzt nicht so laut, dass es dann irgendwie alles kaputt macht. So in dem Fall. In dem Fall ging es. Aber eine andere Situation ist einfach grundsätzlich so dieses, haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen, ja, dann, wenn man jetzt Zugreisen macht, da hat man eigentlich keine Hand mehr frei, noch einen Amp mitzunehmen. Ist es da nicht praktisch? Ja. Oder das, was ich auf meinem Board mache, ich nehme gar keinen Lautsprecher mehr mit. Ja. Ich habe so eine kleine Simulation, die ist allerdings analog. Also da ist keine Digitaltechnik drin, von der Firma Quilter. Ja. Das ist so ein British Amp-mäßig, oder? Die Simulation genau, es gibt den Superblock USA, heißt der, glaube ich. Der ist in schwarz, der soll so die Fender, Tweed und Blackface-Dinger nachbauen. Und ich habe den grünen, der heißt Superblock UK. Mhm. Da kannst du quasi ein Marshall Plexi oder ein AC30 simulieren. Und das ist dann nur eine Einstellung, sonst müsste man sich runterbeugen und um irgendwelche Switches umlegen. Es gibt keine Fußschalter oder irgendwas, sondern das ist quasi ein Amp mit zwei verschiedenen Lautsprechersimulationen, einer obertonreicheren und einer etwas dumpferen. Mhm. Die kann man aber auch komplett ausschalten. Mhm. Und dann ist ein bisschen Hall drin, es ist so ein leichter Limiter drin, der auch ganz interessant ist, wenn Amp so hart getreten wird. Das macht es ganz gut. Und dann kann man dann aber wunderbar andere Pedale davor schalten. Der reagiert da ziemlich gut drauf. Mhm. Und das Geile an dem Gerät ist, dass der dann sogar, also der hat einen Line-Out, wie bei der Oxbox, dass man also direkt reingehen kann ins Pult. So nutze ich das. Und man könnte aber auch einen Lautsprecher anschließen, wenn man das möchte. Das sind 35 Watt Leistung. Also das ist relativ, reicht wirklich in der... Ich habe das bei Bab auch auf den lauteren Rockbühnen mal gemacht. Das klingt super, echt. Das klingt wirklich gut und für meine Zwecke, ich komme damit super gut klar. Mhm. Ganz pragmatisch gesehen, weil ich keinen Bock habe, viel mitzuschleppen. Das Ding steht, das ist ein Pedalboard, zwei Gitarren, Akustikgitarre, E-Gitarre, alles auf einem Brett, super easy. Ja. Für mich als Rhythmusplayer mega geil, ich finde es richtig cool. Ich habe damit auch noch nicht irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Ich hatte davor eine andere Lösung, Line 6 HX Stomp. Ja. Da muss man dann wieder so viel in Menüs rummachen und da macht man dann auch wieder diese, welchen Verstärker nehme ich, welchen Cap nehme ich, dann habe ich irgendwelche
Impulse-Response-Dinger runtergeladen, also diese Lautstärker-Simulations-Files, Lautsprecher-Simulations-Files. Ja, du bist richtig nerdy dann. Ne? Das ist dann sehr nerdy und irgendwie hat sich das für mich nie so angefühlt. Und alle Kollegen haben immer gesagt, ja, so richtig geil klang es irgendwie nicht, aber weil ich es auch nicht so im Griff hatte wahrscheinlich. Ja, komm wieder auf dem, also bei deiner Musik oder die Sounds, die du da abrufen musst, die sind ja schon so gainige, fast schon, also so Rockgitarrenbretter. Ja. Ne? Ja. Also nicht so. Nicht so high-gain, aber so ein bisschen so, fast schon so. Ein bisschen overdrive-ig. Ein bisschen AC/DC-mäßig, so, ja, ne? So ja, pumpende, ja, schöne, ja, dynamische Rock-Sounds. Das genau, ist ja. Genau. Und das finde ich dann teilweise schon schwierig, oft. Wenn du jetzt so in einem Jazz-Kontext spielen würdest, dann bräuchtest du so ein bisschen warmen, fendermäßigen Clean-Sound. Das würde vielleicht noch eher gehen, aber sobald du mit Sättigung was machst, so finde ich, dann wird es auch schon, so ein bisschen. Ja, da gibt es schon so viele Färbungen, finde ich, wo man wirklich krass viel Auswahl hat. Da klingt es so ein bisschen AC30-mäßig, klingt es eher so ein bisschen rau wie so ein Fender Twin, der übersteuert wird, oder klingt es eher so fein wie ein Plexi, so mittig und warme Zerre, die oben nicht so grisselig ist, sondern eher so eine mittige Zerre. Oder ist es wie so ein Mesa Boogie, wenn du so eine Hardcore-Band hast, ist es eher so wirklich so dieses High-Gain-Ding, so extrem komprimiert, aber trotzdem Punch. Ne? Das ist wahnsinnig großes Thema dann, ne? Schnell. Aber für mich funktioniert es super, muss ich sagen. Da, ich sehe für mich keinen Sinn, da jetzt was zu ändern. Das Einzige, was ich schade finde manchmal, jetzt gerade beim Gregor, dass man nicht einfach mal eben schnell beim Soundcheck was checken kann, wenn man in Szenen ist, wenn man die Gitarre bei der Szene nicht an ist, hört die keiner und ich selber auch nicht. Ja. Wenn man also gar keinen Lautsprecher mehr hat. Du brauchst immer Kopfhörer und das Mischpult muss an sein. Und das Mischpult muss an sein, beziehungsweise die Szene des Songs, wenn man in Szenen arbeitet, muss ausgewählt sein. Ja. Das ist so ein Ding. Ne? Ja. So wir Bläser, wir können immer rumhupen und sind mit dem Schlagzeug das lauteste aktuell auf der Bühne, so gefühlt. Ne? Ja. Also es ist schon absurd. Eigentlich. Du könntest einen Kopfhörer an den Kopfhörer-Out anschließen wahrscheinlich. Ja, das mache ich beim Soundcheck mal ganz kurz. Und dann passiert nämlich mehr Folgendes. Du ballerst schön die Riffs. Und irgendwann geht dann doch das Mischpult an und alle haben deinen Riff geballert. Ah! Ja, genau. Das ist vor kurzem mal passiert, dass ich habe mir einen abgedudelt und habe aber nicht kapiert, dass alle mich schon hören. Und alle irgendwann so, oh ey. Ja. Der V schon wieder am Gniedeln. Oh. Und ich spiele da so spiele mich so warm und habe vergessen, dass alle schon mich. Ne? Das ist halt, wenn du einen Verstärker hast und der ist nun mal laut in der Halle und du dudelst darum und alle nervt, versteht man sofort, warum. Ja. Und dann sage ich so, okay, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen runterdrehen. Da checkt man das nicht mehr. Ne? Genau. Und das ist halt auch so ein Thema mit Inja. So, ne? Was auch passiert ist, zum Beispiel letztes Mal, ich spiele schön laut verzerrte Sounds und plötzlich geht mein Kanal an, alle haben schon die In-Ears drin und irgendeiner aktiviert plötzlich meinen Kanal und dann macht es mit BÄM und der MV ist auf allen Kopfhörern drauf mit voller Lautstärke und du stirbst erstmal. Sowas ist halt blöd und das passiert. Deswegen muss man dann plötzlich so auch im Kopf mitbehalten, dass man unter Umständen abhängig ist davon, dass sich jemand anschaltet oder ausschaltet und dass das plötzlich passieren kann. Also diese ganzen Sachen, die dann so passieren, die checkt man erst, ne, wenn einem das mal passiert ist. Ja, genau. Das ist halt immer so, ist einfach anders dann. Ja. Und wenn du jetzt deinen Verstärker aufdrehst, klar, und jemand läuft vom Verstärker vorbei und sagt, boah, Alter, bist du laut, dann ist ja klar, jeder hört's, ne, gerade. Auch ohne Kopfhörer. Aber es ist auch die nächste interessante Frage, warum müssen wir unsere Verstärker eigentlich leise machen? Weil die Leute fragen sich, die sitzen jetzt da vor, im Auto auf dem Weg zur Arbeit und denken sich, Alter, stell doch deinen Verstärker auf die Bühne und ihr habt doch große Hallen, mach doch schön laut, dass geil ist, wo ist das Problem? Ja, ich bin ganz sprachlos. Genau so geht es auch. Was ist denn das Problem? Warum eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Das ist doch geil. Das ist die Gitarrenindustrie, die uns da indoktriniert, dass wir neue Geräte kaufen müssen. Nee, weil es natürlich ist ja ganz pragmatisch. Man will ja einfach sich so ein bisschen, je lauter eine Bühne ist, desto anstrengender wird es für alle Beteiligten. Also es sind Gitarrenamps plärren so unglaublich gerne, sehr breitbandig von teilweise unter 100 Hertz bis 10 Kilohertz und noch höher plären die alles zu. Und wenn, wie das kann man auch nur als Saxophonist behaupten, sowas.
Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Saxophon ist, glaube ich, auch weniger das Problem. Ja. Blech ist tatsächlich, also mit Blech meine ich jetzt Trompete und Posaune, wenn man die richtig laut spielt, wie das ja im Pop-Business manchmal der Fall ist. Mhm. Klar, scheppert das. Aber es scheppert auch nur in eine Richtung. So ein Gitarrenamp. Sehr ja, gezielt, ja. Genau, es ist sehr gezielt. Und ein Gitarrenamp, insbesondere wenn er dann irgendwie hinten auch noch auf ist, da verteilt sich der Sound einfach Wahnsinn. Und wenn ja, er hat auch so eine Schneise. Ne? Natürlich, wenn du davor stehst auch, ja. Die geht so ein bisschen auf und dann wird es auch schwächer nach hinten raus dann. Es ist auf jeden Fall angenehmer, wenn man weniger Soundquellen hat. Wenn man dann eh mit In-Ear spielt, stellt sich ja echt so die Frage, wenn ich In-Ear spiele und mein Gitarrenamp neben mir stehen habe, um den dann noch zu hören bei geschlossenen In-Ear-Kopfhörern, dann muss ich den ja auch echt auf den Punkt aufdrehen, dass ich sage, ah, jetzt spüre ich den Lautsprecher. Und wenn ich dann mal die Kopfhörer rausnehme, dann ist das echt mörderlaut. Ja, so, und dann ist die Frage, macht das überhaupt noch Sinn, wenn ich Kopfhörer drin habe? So, das ist so einfach so. Ne, wir reden auch von Bühnengrößen jetzt, ne? Ja. Weil jetzt haben wir gerade über AC/DC gesprochen. Wie viel 412er Boxen waren das? Also ich glaube, vier sind an. Ja. Und dann stehen nochmal acht rum oder irgendwie so. Ja. Ne? Und wenn du auf so einer Bühne stehst, und ich merke das ganz krass, ne, wenn, also wir spielen auf kleinen Bühnen irgendwo, lass vielleicht sogar eine Wintertour in einem Club sein, und mein Verstärker fühlt sich dreimal so laut an, wie jetzt im Vergleich jetzt zu einer Festivalbühne. Ja. Wir hatten mit Tim zum Beispiel, hatten wir in München diese riesige Bühne gehabt auf der Marine, auf der, wie heißt das, diese Oktoberfestwiese, ne? Theresienwiese. Egal, auf jeden Fall war die Bühne so groß, oder wenn jetzt jemand bei Rock am Ring spielt oder so, ne? Ja, ja. Und dein Amp steht da und versucht dann so die Bühne so zu beschallen, ne? Und du denkst so, ist mein Amp jetzt kleiner geworden? Ja. Du drehst die Lautstärke auf 11 und so, ey, da kam doch gestern das Doppelte raus, weil du in einem Club spielst. Ja, das hängt total von dem Raum ab. Krass, wie das ab. Und wenn du in so riesen Hallen spielst, ne? In so riesen Stadien wie AC/DC, ne? Oder so Open Airs. Dann verfliegt das auf großen Bühnen halt so krass. Und dann verstehe ich wieder, wenn jemand sich so 3, 4, 12er Boxen hinten hinstellt, weil er einfach, abgesehen von seinem, wenn er überhaupt In-Ears drin hat, bei AC/DC ist das ja, glaube ich, Wedges. Ich glaube nicht, dass sie mit In-Ears spielen. Ja. Dann brauchst du halt diesen Schalldruck, der von hinten dann so ein bisschen schiebt. So, ne? Aber jetzt bist du ja in diesen Situationen nicht unbedingt unterwegs? Nee, überhaupt nicht. Natürlich ist mal hier da eine größere Festivalbühne dabei. Also ich kenne die Situation. Du kennst die Situation, genau. Aber ich habe jetzt schon gesagt, ich bin mit meinem Setup für das, was ich da musikalisch mache, bin ich sehr zufrieden. Du bist jetzt ja viel mehr hauptamtlich Gitarrist und kennst alles. Du hast Campers im Einsatz, also Camper Profiler. Du kennst auch diese von Universal Audio, haben wir eben drüber gequatscht, den Dream oh, es gibt ja auch von Strymon, den, wie heißt der nochmal, der Iridium ist so ein Gerät. Die Quilter-Dinger von mir, es gibt HX Stomp, es gibt Fractal Audio. Tonex gibt es mittlerweile. Tonex in groß und in Quad klein. Quad Cortex, es gibt hier vom Fractal. Thomas Blug das Ding. Blue Guitar. Es gibt also so viel Zeug mittlerweile. Muss man jetzt sagen, die Welt ist da, man kann die Amps getrost weglassen, oder warum hast du trotzdem ein Amp dabei? Ja, das ist genau die große Frage und mittlerweile stehen wir alle immer wieder vor diesen Entscheidungen, ne? Weil es gibt verschiedene Gründe, warum man überhaupt sein Setup verkleinert. Das ist zum Beispiel, okay, ich bin in einer Band und wir spielen Support von einer größeren Band und wir sind mit eigenem Sprinter unterwegs. Durch was weiß ich. Schleppen pragmatisch. Vor allem, wir machen eine Europatour, Italien, Frankreich, was weiß irgendwas. Und wir können gar nicht große Boxen mitnehmen. Oder ich muss mit dem Zug zum Gig fahren, weil es nun mal reisemäßig nicht anders geht. Dann kann ich mir nur eine kleine Paddleboard-Tasche und meine Gitarre mitnehmen und einen Koffer oder so. Ich kann einfach nicht mehr schleppen. Also unsere Reisebedingungen als Band oder als Musiker haben sich teilweise auch so verändert, dass wir nicht mehr mit einem riesen Bandbus unterwegs sind, oftmals. Genau, mal so, mal so. Und dass wir halt einfach auch mit kleinem Besteck reisen müssen, können, so, ne? Oder dürfen, in dem Fall. Geht ja mittlerweile. Und dann sagt man halt, okay. Pragmatisch. Wie komme ich am nächsten oder am ehesten zu so einem Amp-Sound, ohne jetzt zu viel Kompromisse eingehen zu müssen? Und ich habe, glaube ich, gerade gelesen, Intersphere. Die Band The Intersphere. Shoutout to Intersphere, Moritz Müller und geile Rockband, kennen die meisten von euch. Genau, mega Gitarristen, die einfach auch unfassbar viel an Sound schrauben, wo ich auch immer wieder gucke. Die haben auch ein schönes Camper-Set rausgebracht. Übrigens, den THC, der von The Intersphere, die Gitarristen Christoph Hessler,
und der Kollege, die haben zusammen ein Camper-Profile-Set auf ihre Webseite zum Verkauf. Und von diesen, die hat mir der Christoph irgendwann mal zur Verfügung gestellt. Und ich habe die komplette Sing My Song Staffel zu 90% mit dem THC-Amp von diesem Setup gespielt. Weil die einfach total gut klingen, die Sachen. Ne? Die haben wirklich hingegangen. Also wenn wir von Profiles reden, für alle, die es nicht wissen, man nimmt ein Mikrofon, nimmt einen Verstärker ab und dann klingt im Camper, in der Box der Grundsound. Der Grundsound nach diesem Amp. Man kann einen Amp praktisch in die Kiste packen und mitnehmen auf Tour. Man kann sogar 20 Amps mitnehmen. Man erstellt sozusagen ein digitales Audioprofil eines analogen Amps. Ja, mit Lautsprecher. Mit Lautsprecher und sagt dem internen Chip, Computer, whatever, guck mal hier, du sollst jetzt so klingen wie der Amp, der bei mir zu Hause steht. Ja. Im Idealfall tut er das. Wenn man dann aber anfängt zu sagen, ich will jetzt aber noch hier EQ-Veränderungen machen, dann ist immer so, da finde ich, fängt es dann manchmal an. Ja, weil wenn du dann an den Mitten drehst, verhält sich das Gerät dann genauso wie der Amp zu Hause oder wird dann digital was dazu gelogen. Da finde ich dann immer so... Das ist ein Riesenthema. Dann ist auch die Frage, was du ans Mikro noch dranhängst, wie der Signalweg ist. Also die Jungs haben sich da super viel haben da super viel Sachen geprofiled. Verschiedene Verstärker, Mesa Boogie, THC, Fender, was weiß ich, also echt coole Sounds und ich habe ja, was weiß ich, wie viele Sounds auf dem Camper und Michael Britt, dann irgendwelche Profiles, die du aus dem Internet ziehen kannst, aber ich habe so viele Amps durchgeswitcht immer wieder, es gibt ein gutes Fender Deluxe Reverb Profile, aber dieser THC von der Intersphere, dieses Profile, das klang so ausgewogen und hat auch so eine schöne Kompression. Und so einen ganz leichten Raum, also man hört so ein bisschen, dass ein Mikrofon vor der Box steht, dass ich da richtig Spaß dran hatte und irgendwann einfach jedes Preset mit diesem Sound angefangen habe, sodass am Ende der Staffel irgendwie über 40 Songs mit diesem Profile, also ich bleibe auch meistens bei einem Profile die ganze Zeit. Wenn dann irgendwo ein Rocksong kommt, wo ich wirklich so einen Marshall Blexi Sound brauche, das habe ich auch gemacht, habe ich einmal so einen Plexi-Sound noch benutzt und bei einer Sache habe ich mal irgendwie so einen AC30 oder irgend sowas benutzt. Aber ansonsten immer diesen THC-Amp und echt cool. Also es gibt mittlerweile halt so viele Leute, die selber ihre eigenen Profiles machen. Also ich habe meinen Lieblings-Amp zu Hause und den nehme ich einfach mit auf Tour und erstelle davon ein gutes Profile. Jetzt diese Welt des Profilings, das ist ja nochmal eine spezielle, weil das muss man auch eine Zeit lang checken, bis man das gut kann oder bis das gut klingt. Das ist auch nochmal eine krasse Schublade. So, ne? Egal, auf jeden Fall zurück zum Thema. Wir haben gesagt, wir müssen als Band auf Tour gehen und brauchen kleines Besteck. Und dann fange ich an, mir so kleine Amps oder so kleine Simulations-Amps anzuschauen. Es gibt den Camper, es gibt das Fractal. Ne? Ja. Der Jakob Nebel zum Beispiel, mit dem ich Your-Songs gemacht habe, der spielt jetzt, ist total begeistert von einem Fractal. Der ist lange Camper, spielt auch noch Camper, glaube ich, hat aber jetzt ein Fractal. Dieses FM9 oder FM9 oder FM3 oder was. Genau. Ja. Mein Bruder hat das auch, das ist ein geiles Gerät. Auf jeden Fall. Ja. Müsste man einfach auch mal ausprobieren. Ne? Es gibt so viele mittlerweile, man muss einfach auch mal gucken, was taugt für mich oder wo merke ich die Unterschiede. Ich habe jetzt so ein Mini-Tonex-Pedal gekauft. Das ist so ein ganz kleines Fußpedal. Habe ich gesehen, ja. Das klingt echt gut. Also es ist verrückt. Ich habe auch den Dream. Da kommen wir an einen Punkt, wo man auch dann so über Spielgefühl redet. Ne? Also man muss ja dann auch so unterscheiden, hör ich den Sound als Hörer, ohne mit der Gitarre in der Hand zu spielen? Oder bin ich derjenige, der Gitarre spielt und muss den Sound fühlen? Ja. Weil wir reden dann wirklich von einem Gefühl. Und du kennst es selber, du schlägst die Töne an und der Sound klingt irgendwie hart. Künstlich. Du spielst gegen so eine Wand an oder es reagiert zu schnell, also zu langsam. Ne? Zu langsam vielleicht eher, ne, bei so Geräten. Indirekt langsam. Indirekt oder es klingt zu hart oder es klingt unnatürlich. Und das liegt halt auch oft an der Kompression, die so ein Röhrenverstärker hat. Röhrenverstärker und eine Box vor allem. Wenn du einen Röhrenverstärker durch eine Box spielst, entstehen verschiedene Kompressionsebenen. Also jetzt in der Vorstufe schon, in der Box auch. Eine Box kann zum Beispiel, also ich rede jetzt von einem Lautsprecher, nicht von der Box, ein Lautsprecher hat vielleicht unter Umständen jetzt, wenn du einen Greenback nimmst, irgendwo bei 2 Kilohertz eine Kurve, weil er da mehr komprimiert. Oder er hat vielleicht bei 200 Hertz irgendwie total einen Ausschlag, ist total bassig, was weiß ich. Also eine Lautsprecherbox und der Lautsprecher da drin, der verändert den Amp ja nochmal um 180 Grad, wenn du willst. Also wenn du da anfängst,
musst du sagen, okay, was ist mein Lieblingsamp, was ist meine Vorstufe? Welche Lautsprecher will ich spielen? Und welche Lautsprecher sind da drin? Und welches Mikrofon steht davor? Genau. Das sind eigentlich das sind die drei wesentlichen Punkte so. Und dann geht man nochmal vielleicht in ein Mischpult rein. Das ist auch nochmal einen eigenen Sound. Ich gehe in ein API-Pult rein. Es klingt wieder ein bisschen anders als durch eine SSL-Konsole. Also es ist eine Riesenkette. Ja. Also wir reden davon, diese Kette, von der ich sage, die klingt jetzt für mich gut, wie kriege ich denn die in den Griff? Ja. So, also das ist ein Riesending. Und jetzt. Und warum spielen eigentlich warum ist es nicht so, dass Schlagzeuger auch Elektrosets mittlerweile auf der Bühne spielen? Boah, das hat ganz viele Gründe. Nee, weil Schlagzeuger immer fragen. Nee, das hat, wenn wir es mal, das ist natürlich ein bisschen so eine rhetorische Frage, aber theoretisch ist es eigentlich kaum ein anderes Denken. Ne? Das ist ein akustisches Instrument, eigentlich ein Schlagzeug. Ne? Ja. Ich spiele auch keinen. Elektrisches Saxophon, obwohl es das mittlerweile auch irgendwie so halbwegs gibt. Es liegt immer daran, dass man einen physikalischen Prozess irgendwie simulieren muss. Genau. Und wir sind auf jeden Fall beim E-Gitarrenbereich sind wir wahnsinnig nah dran. Das ist eben das Spannende. Ja, ich finde, stimmt. Wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, da sind.